Hallo an meinem Basteltisch. Ja, ich wollte heute noch mal ein bisschen hier weitermachen. Ihr seht schon, ich habe hier schon mal ein bisschen Spitze schon ran genäht. Das habe ich gestern gemacht, weil das ist ja dann doch so, wenn da irgendwie alles hochlädt, das dauert eine Weile. Und hier habe ich auch schon mal was drin geklebt, seht ihr ja. Hier ist ein bisschen was dazugekommen. Eine kleine Kiste habe ich da geklebt, die ja woanders dann gepasst hat. Und da dachte ich, ja, das mit dem Text sieht ganz witzig aus. So, ich habe ja gesagt, viele Seiten habe ich hier gedacht, dekoriere ich eigentlich nicht, weil ja, das könnte jemand machen, der das dann bekommt. Hier zum Beispiel habe ich mir jetzt auch den Streifen noch aufgeklebt, da war ja das noch offen und hier einfach so ein kleines zusammengeklebter Teil mit einem Fisch drauf. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ach so, ja, diese Seiten, ne? Die hatte ich ja auch hier, das angesetzte. Da wusste ich ja dann auch nicht so richtig, was ich machen soll. Da hatte ich mir dann von so einem richtigen Puringstück hier, das war so ein Rest, den habe ich hier also aufgeklebt und habe hier einfach schabloniert. Seht ihr, ich habe ja so eine türkisfarbene Glamourpaste oder was weiß ich gehabt von Stamperia, die habe ich darauf gemacht. Hier unten, das ist auch hingeklebt und dann hat man hier so zwei Tags drin. So, sodass jetzt diese eine Signatur jetzt sozusagen fast fertig ist, da fehlt jetzt das in der Mitte und hier bei dem Teil ist auch schon Spitze dran. Hier habe ich das übrigens bei dem jetzt genauso gemacht. Ne? Da habe ich auch hier schabloniert und auch so was daran geklebt und diese Tags drin. Ich weiß ja nicht, hier ist glaube ich nicht mehr so viel drin jetzt. Ich habe ja gesagt, ich will da was mitschicken und dann kann man sich da selber was machen. Hier ist so ein kleines Cluster hingeklebt und. Und hier hinten habe ich auch nochmal so eine Tasche hingeklebt. Das ist eigentlich alles. Ja, um die beiden Sachen hier jetzt mir eigentlich jetzt. Da müssen wir mal gucken. Ja, die Seite ist natürlich viel besser als die. Da wird das jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig wirken. Ja, und zwar hatte ich jetzt gedacht, weil ich gestern so schabloniert habe und dachte, auch ist ja nicht schlecht. Also die Seite, glaube ich, da könnte man so ja noch was draufschreiben. Das würde funktionieren, denke ich. Ja, da sieht man noch was. Oder man klebt was hin. Aber die sind natürlich hier sehr dunkel. Und ich habe jetzt gedacht, warum nicht schon wieder irgendwas schablonieren? So. Die finde ich ja hier wirklich toll. Ob es so aussieht oder nicht, weiß ich nicht. Und dann habe ich ja hier so ein irisierendes Medium von Vives. Acrylmalmittel. Das habe ich eben auch schon ganz, ganz lange, weil das war mal in so einem Vierer-Set und. Das ist eben leicht leider das Problem. Man hat sowas und wenn es zu viel sind, dann weiß man ja nicht, wann man das halt benutzen soll. Also war jetzt meine Idee. Kommt hier einfach mal ruf. Ob es gut aussieht oder nicht, werden wir dann hinterher feststellen und gucken wir mal, wa? So, machen wir jetzt hier mal so ein bisschen was hier auf meine Matte, weil hätte ich natürlich. Habe ich irgendwas anderes? Nö. Mir fehlt immer noch so eine richtige, na, so eine Malpalette oder sowas. Da gucke ich immer nach und dann. Entweder vergesse ich es oder denkt nicht dran. So, also machen wir das jetzt hier einfach mal komplett rüber. Gucken dann hinterher mal. Das ist ja so weich, da muss man ein bisschen aufpassen. Das wird auch runterlaufen, schätze ich mal hier. So, ich bin dann auch immer ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen zu geizig mit dem Zeug und drückt das einfach doch zu doll vielleicht auch rein. So, mal sehen. Ah, siehst du? Oh, mal schon eine ganze Menge. Um sowas irgendwie auszufüllen hier. So, reicht nicht. Ups. Ach so, ich habe es ja aufgedreht gehabt. So. Könnte natürlich jetzt auch ziemlich doof aussehen. Weil das ja schon so ein unruhiger Hintergrund ist. Aber vielleicht sieht es auch gut aus. Mal gucken. So, jetzt haben wir hier unten noch das Ding. War immer noch zu wenig. Ah, das muss ja auch nicht überall sein, ne? So, halt mal ab. Jo, mal gucken, wie es aussieht. Also, es wird ja so ein bisschen irisierend. Machen wir das auf die andere Seite hoch. Jo, war. Jetzt bin ich ein bisschen. Okay. Wir machen das doch die Seite genauso und auf die anderen da auch. Und dann gucken wir mal. Da können wir ja immer noch ein bisschen was draufkleben. Ich habe noch ein bisschen was
ne, so irgendwelche Tiere oder sowas sind ja nur da. Fischschwärme zum Beispiel könnte ich noch machen. Da halt noch ein bisschen was ausgeschnitten. Oder eben, ich schicke es mit und diejenige, die kommt, kann das dann darauf kleben, wenn sie dann lustig ist. Da, wo sie das hin haben will. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht, oder? Wenn man aus dem dann wirklich sein eigenes machen kann. So. Na komm. So, und zack. Gut, jetzt packe ich das hier erstmal weg. Die Schablonen nehmen wir nochmal für das andere. Und dann muss das natürlich jetzt hier eine Weile trocknen. So, ja, bei diesem hier habe ich ja ein bisschen Angst, dass es richtig schlimm wird. Aber ich glaube, wie war das so mit von wegen Wagen und Gewinnen? Machen wir mal einfach trotzdem. Wenn ich könnte, mal immer noch irgendeine andere Farbe drauf machen oder irgendwas. Ist okay. Und ich bin hier so ein bisschen was von dieser ganz alten Paste los. Was auch nicht so verkehrt ist. So, warte, warte, warte. Ach so, jetzt zeigt es so. Na ja, komm. Gucken wir einfach mal, was wir da raufkriegen. So, ja. Naja, das dachte ich mir schon. Da wird wohl hinterher noch ein bisschen was drauf müssen. Weil das irgendwie ganz schön durcheinander aussieht. Mal gucken, ob das jetzt reicht. So, ich würde sagen, fertig. Gut. Dann jeg das jetzt wieder wegpacken und muss das alles hier so ein bisschen abwaschen. Ja, und dann wollte ich heute nochmal hier dieses Cover so ein bisschen. Ihr seht ja, innen drin habe ich noch ja nicht so richtig gemacht, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich hatte jetzt vor, dieses hier mit so einer Acrylfarbe einfach mal richtig dunkelblau zu machen. Da muss ich oben mit dem Pinsel rein, weil die ist schon, da ist nicht mehr so viel drin. Aber für dieses könnte das noch reichen. Und jetzt wird das erstmal so komplett dunkelblau. Ich brauche ja wieder bloß bis an den Rand hier, weil ich ja hier in der Mitte, obwohl können wir auch blau machen. Das sieht besser aus, wenn man das dann vielleicht auch da blau hat. Ich hoffe, dass das überhaupt noch reicht hier, meine Farbe. Das ist echt nur die letzten Reste. Aber das muss ja auch mal alle werden. Ne? So, also erstmal dunkelblau und dann habe ich nämlich, ich habe noch irgendwo so eine Farbe, so eine irisierende irgendwie auch, ich weiß ja nicht, wo die her war, Dekoart oder sowas. So ein Türkisblau und das wäre vielleicht ja nicht schlecht, wenn man das darauf bringt. Also das ist jetzt hier auch halt wieder so eine Probesache. Und vor allem will ich mal sehen, auch wenn ich es schaffe, noch die Rückseite, das wäre auch nicht schlecht. Wenn nicht, muss ich mir eine andere Farbe noch machen und die darin mischen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Kann ja auch alles ein bisschen verschiedenfarbig wirken, wa? Aber erstmal war die Idee eben mal komplett das ganze Ding in Blau. Und dann müssen wir hinterher mal sehen, was damit passiert. Weil diese schöne Struktur hier, die will ich natürlich eigentlich wieder ein bisschen vorheben, wenn es geht. Ja, also das werde ich jetzt hier nochmal machen und male das hier nochmal an. Und wenn die Sachen dann nachher trocken sind, vielleicht kann ich euch das dann auch nochmal kurz zeigen. Ja, ja, heute geht es hier wieder ein bisschen weiter. Ich zeige euch mal jetzt, wie diese Blätter hier aussehen. Ne? So sieht es aus mit so einer irisierenden Paste drauf. Ja, ob das jetzt schöner ist oder nicht, kann man geteilter Meinung sein. Vor allem bei dem ist es natürlich. Der war sowieso schon immer ziemlich durcheinander und jetzt ist es, naja. So,
Jetzt habe ich hier schon was hingelegt, seht ihr schon, weil ich habe ja gesagt, da sind noch so viele Ausschnitte und so was. Ich habe mir gedacht, ich klebe jetzt hier so eine Tasche nochmal hin, also die zwei Seiten. Und dann gibt es hier eine ganze Menge Fische auf dem Ding drauf, so. Und ja, andere Seite mache ich das genauso und auch die anderen Seiten, weil ich eben noch so viele Ausschnitte habe, werde ich das auch so machen. Und ja, das klebe ich jetzt hier wieder ganz in Ruhe auf. Und dann zeige ich euch das wieder, wenn es soweit ist, wa? Weil, was soll's. Ja, nach einer gefühlten Ewigkeit später bin ich jetzt hier mit diesen beiden Blättern fertig und habe da jetzt alles so aufgeklebt. Ne? Das sieht dann immer im Prinzip hälftemäßig so aus. Und zeigt da wirklich alle Fische, die ich noch hatte, aufgeklebt. Und ich kann, also man könnte jetzt hier was runterschieben, ja, wo habe ich das gemacht. Hier ist was, wo ich was hier reinschieben könnte. Die Seite bleibt so. Und auf der Seite halt so gemacht, da ist hier wirklich eine Tasche. Da könnte man jetzt zum Beispiel wirklich noch hier so was drin schieben. So. Und hier kann ich auch was runterschieben. So war das jetzt. Ist wirklich ganz schön. Ja, das hatte irgendwie ein bisschen sehr durcheinander. Aber gut. Denke dir trotzdem. So, das sind jetzt die Bienensachen. Damit sind die eigentlich auch fertig und ich habe hier, wie gesagt, noch vier so eine kleinen Teile. Wobei ich jetzt noch irgendwo aufkleben würde, mit so einem, wie so ein Cluster draus machen und die werde ich noch nicht. Gut, ja, dann wollte ich heute ja noch ein bisschen hier weitermachen. Aber da muss ich mir jetzt auch mal die Sachen zusammensuchen, die ich darauf haben wollte. Also ihr seht schon, ne? Das habe ich jetzt angemalt mit dieser Farbe und interessant ist, also hier ist das auch so, ne? Das ist schon sehr unterschiedlich, je nach dem, wie viel Farbe drauf ist. Hier war es aber so, dass da, wo überall dieser Kleber drauf war und dieses Seidenpapier, ist es wirklich von alleine aus sehr viel dunkler. Da hat es die Farbe ganz anders angenommen. Hier war ich das. Ah, ich finde, ich mag sowas, ja. Wisst ihr ja vielleicht, dass ich nur so ein bisschen nicht so alles in einer Farbe mag, sondern eben so ein bisschen, naja, sowas eben. Ja. Da suche ich dann nochmal die ganzen Sachen zusammen und dann gucken wir mal, vielleicht mache ich da jetzt auch nochmal ein bisschen was mit Farbe. So, da bin ich jetzt wieder. Zeigt mir das rausgesucht, was ich so dachte. Das ist hier so eine Interferenzfarbe von Decoart Türkis. Wobei ich jetzt ein bisschen Angst gekriegt habe. Weil ich habe ja hier noch eine so eine Karte. Die könnte man jetzt da vorne ruf machen. Das wäre so das, was ja nicht so schlecht wäre. Alle anderen sind so klein, wisst ihr da? Ich meine, ich könnte natürlich hier auch so eine kleine Karte draufsetzen. Aber ich weiß nicht, ob mir das dann gefällt. Ich glaube, die große wäre schon irgendwie ganz gut, oder? Machen wir die hier rauf? So, ja. Jetzt habe ich ja gedacht, hier so ein bisschen das vorheben mit dieser unter anderem. Und dann könnten wir ja noch ein bisschen von dem, ja, so Wischmetall oder sonst was nehmen. Aber mir geht es ja darum, auch immer, dass auch so eine Sachen hier mal ein bisschen alle werden. Mal gucken. Die müsste das nämlich auch so ein bisschen funktionieren. Ist halt bloß Farbe. Und Farbe ist ja immer so ein bisschen flüssiger. Das muss man mal gucken, dass man nicht gleich alles anmalt. Dann sieht. Vorsichtig so ein bisschen versuchen, nur die oberste Kante hier so irgendwie einzumalen. Mal gucken, ob es geht. Und wie gesagt, wenn es nicht aussieht, muss ich irgendwie eine andere Farbe nochmal suchen. Macht ja auch nichts, oder? Oh, siehst du, das ist das, was ich meine. Ne? Man hat so gleich mit eben Schwung doch eine ganze Menge am Pinsel und das ist eigentlich zu viel, wenn man so Farbe hat. Mit so Wischmetall macht ihr das besser. Ja, egal. Das muss jetzt mal so probiert werden, das Ganze. Interessant ist natürlich immer an dieser Farbe, ne? Sie sieht hier total weiß aus. Wenn man es dann aufträgt, auf was dunkelt. Eben doch türkis und schimmert auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Aber das ist eigentlich ja nicht so schlecht.
Könnte ja ganz gut aussehen. Mal sehen. Mal weitermachen. Erstmal entdecken. Ah, hier bin ich auch schon wieder viel zu viel. Da bin ich dann viel zu viel in den Ritzen drin, was ich eigentlich gar nicht wollte. Mir wäre lieber, ich könnte das so oben ruf machen. Auf so helleren Dingern hier, da sieht man es natürlich nicht wirklich. Am besten sieht man es wirklich auf diesen dunklen Stellen, aber ist ja auch klar. Wie gesagt, so eine Interferenzfarbe soll ja auch so sein, dass die so verdunkelt so richtig zur Geltung kommt. So, hier brauche ich ja nicht so viel, weil da wollte ich ja dann wieder von der Tagesdecke da wieder mal irgendwas abschneiden und darauf machen. Und in der Mitte brauche ich auch nicht. Da hätte ich natürlich in der Mitte auch ja nicht die Paste drauf machen brauchen. Aber so ist das dann immer. Weil ich nicht weiß, was ich vorher machen will. Passiert sowas. So. Ja, ist ja nicht so schlecht. Und ich weiß nicht, was gut, ja. Aber das reicht noch nicht. Seht ihr, da fehlt jetzt hier noch was. Ja, huch. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was mehr machen. So oben und unten. Vorsichtig vielleicht. So, gucken wir nochmal. Ja, schon besser. Schon besser, aber ich glaube, noch ein bisschen mehr darauf machen. Jetzt muss ich das schon alle machen hier, wa? Vor allem, irgendwie so die Kante wäre schon gut. Ihr könnt ja jetzt dann immer nochmal, auch nochmal mit einem Wischmetall rübergehen. Alter, weiß ich nicht, was Goldenes könnte man machen, wa? Wobei eigentlich, naja. Mal sehen. Und zum Farbton gefällt es mir echt gut. Ja. Sonst zeigt das immer bloß auf schwarz gemacht. Und noch nicht auf so einen Blauton. Das sieht schon ganz gut aus. Es hat was. Hier unten, ja, da war noch so ein Stück. So, und? Ja, das ist jetzt wieder nicht derselbe Blauton. Seht ihr das? Ja, wa? Man sieht das. Na klar, das ist türkis und das ist hier so richtig so ein hellblau. Wobei ich mir immer denke, das spielt nicht ganz so eine Rolle. So, machen wir das auf der anderen Seite auch, weil da ist ja nun keine Struktur. Was machen wir denn da? Sollte ich das auch mal versuchen? Was hilft zwar? Wir machen das. Irgendwie muss die Farbe auch weg. Daher so eine Sache, dann habe ich das. Und ich habe letztens auch wieder irgendwas war wieder eingetrocknet. Ach, so ein, ich hatte mal auch von Dekoart, ja, so ein Krackel, das war aber keine Paste. Das war so ein Lack, den man oben rufsetzt und der dann wirklich auch lackiert aussieht und dann auch hier krackelt war. War ja nicht so schlechtes Zeug, das Problem ist bloß, trocknet halt irgendwann ein. So, ich bin wirklich gespannt, ob ich das hier hinkriege, wenn ich das immer in eine Richtung mache, ob das gut aussieht oder nicht, keine Ahnung. Mama.
Vielleicht machen wir auch nur den Rand. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Wenn man nur so hier so was macht. So immer rundherum den Rand. Also oben und unten dann ja nur. Weil rundherum sieht vielleicht auch doof aus. Mal gucken. Ich müsste dann wenigstens hier an der Seite nochmal irgendwas haben. So. Gucken, wie das aussieht. Finde ich jetzt ja nicht so schlecht. Das sieht man nur, wenn ich so halte. Wenn ich so halte, sieht man es überhaupt nicht. Und nur, wenn ich es so gegen das Licht halte, dann sieht man das. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Weil wenn ich jetzt rumdrehe, sitzt es mir in der Farbe drin. Also wenn wir mal sehen, dass wir das, kann man das quer machen. Ach Gott. Das ist ja schwierig. Von oben nach unten fand ich das ja okay, aber so lang ist das jetzt für mich nicht so einfach. Ja, das wird auch $4, glaube ich. Kann ich das so machen? Na gut, muss ich durch, das Buch. Ja, das wird ein bisschen doller. Kann ich nicht so schön ziehen wie von oben nach unten. Seitlich funktioniert es nicht so gut. Aber jetzt haben wir schon mal angefangen, jetzt machen wir das weiter. Dann hat es nur so Pinselstriche da. Ja, hier fehlt mir noch ein bisschen was richtig am Rand. Und eigentlich fehlt hier so was. So, ja. Ja, nicht so schlecht aus. Schimmert, seht ihr das? Schimmert auch eigentlich in allen möglichen Farben. Ich könnte die Ecke noch mal ein bisschen hier. Die ist auch ein bisschen dürftig. Kann man natürlich auch ein bisschen lang ziehen hier. Dass sich die beiden Sachen hier fast berühren. Hier sieht es auch manchmal ein bisschen grünlich aus, wenn man so guckt. Finde ich richtig gut. Ja. Okay, passt schon. Ist ja auch die Rückseite. Huch, fällt mir mein Pinsel noch aus der Hand. So, reicht, oder? Warte mal. Noch irgendwas? So, den Buchrücken brauche ich nicht machen. Das hat keinen Sinn. Weil da ist nichts. So, jetzt kommt hier wieder ein bisschen. Ja, finde ich gar nicht so übel. Zeig euch das mal. Ja, das seht ihr aber schon gut, ne? Also, wie das schimmert, sieht schon cool aus. Ja, hier finde ich es eigentlich auch ganz gut. Fällt mir. Ja, dann bin ich schon jetzt, denke ich mal, mit dem, was ich so machen wollte, Signaturen und so weiter, eigentlich fertig. Das heißt, jetzt käme die Sache irgendwann das hier raufgeklebt. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Ja, die Innenseite fehlt jetzt noch komplett. Seht ihr ja, war es ja immer noch das hier. Ich hatte hier ein bisschen blau gemacht, damit ich dann, hier ist noch, das ist ja lustig. Guck mal, da ist noch so ein kleines lustiges Grünzeugteil. Ja, da muss ich hier noch was machen. Das lassen wir jetzt hier erstmal trocknen. Ja, vom Verschluss her würde ich wahrscheinlich genau dasselbe machen wie bei dem anderen. Sprich, also hier kommen auch nochmal Eyelets rum und dann irgendwas draufgezogen. Das machen wir. So, und ansonsten
dürften die Dinger ja schon... Ja, das ist ja schon wieder ganz schön dick hier. Ups, ich nehme mal hier kurz nochmal weg. Ne? Also, ich glaube, ich habe doch vorhin das ein bisschen anders gelegt. Genau, das war eigentlich irgendwann in der Mitte, ne? Ich hatte ja nicht dieses Blatt hier in der Mitte, ich hatte ja dieses hier in der Mitte gepackt. Dann können wir das auch nochmal so ändern. So, jetzt können wir mal überlegen, ob wir das also lassen oder ob ich dann aber draus nehme, weil es ist wieder ganz schön dicke. Ach so, und ich hatte noch gesagt, mit dem Transparentpapier, dass das eigentlich schöner aussehen würde, wenn man das jetzt irgendwie reißt. Das interessanter aussieht. Machen wir das? Reißen wir das jetzt? So, bloß was mache ich mit dem Restpapier? Also man könnte jetzt hier irgendwie so versuchen, so was drin zu reißen hier. Oder ich reiße mir eine Seite. So was hier. Was die Seite einfach gerissen ist. Und bei dem am liebsten würde ich es ja mal so lang. So auf die Ecke reißen. So. Und auf die andere Ecke. Und die vielleicht ein bisschen. So, was hier. So. Ja. Das ist doch besser, oder? Mag ich mehr. Gut, dann habe ich hier noch so Schnipfelpapier wieder für irgendwas anderes. So, ich hatte noch gesagt, warte mal, hier dieses. Auf eine, irgendwo habe ich hier eins schon drin. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Wo waren das da? War das hier drin? Hier, siehst du, hier ist dieser Dingsbums da. Und sowas in der Art könnten wir jetzt nochmal in diesem Buch, auf diesen Seiten hier irgendwo machen. Ach, hier hat ja schon mal drauf geklebt. Ja, okay. Hier ist auch was drauf. Da war was drauf. Hier ist nichts drauf. Könnten wir jetzt einfach... Ne, hier sieht es nicht gut aus. So, kleben wir das dann mit sowas irgendwie hin? Muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwo, ich glaube, ich habe das schon wieder weggelegt, die ganzen Schnipsel und sonst was alles, die da übrig waren. Ich habe hier übrigens sowas, ne, das war von, ach so, irgendwelche, war das Hallorenkugeln? Ich glaube, ja, davon war das, glaube ich. Da habe ich das auseinandergenommen, das fand ich erstmal auch schön. So, aber ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht diese anderen Papiere hier, da müsste ich jetzt noch kurz mal gucken. Ja, dann denke ich mal, klebe ich hier nochmal irgendwie so ein bisschen wie so ein Cluster zusammen aus so einem Reststück hier. Das macht sich dafür ganz gut als Grundlage und dann kann man hier so Transparentpapier raufkleben. Das machen wir hier noch für heute und dann ist, denke ich, auch erstmal Schluss. Wieder mal. So. Kleben wir das einfach hier rauf. Und hier so ein Stück hätte ich ja gerne. Das kann nach unten hin. So, und dieses Stück. Das kriegen wir so hin. Achso, nee. Vielleicht lieber so rum, wa? Jo. Ich glaube, das kriegen wir mal andersrum hin. Ups. So. Das klebt aber genau über den blauen drüber. Naja, müssen wir nochmal hochziehen. Das ist ein bisschen toll. So. So, und dann kann dieses hier da so aufgeklebt werden. Hm? Und das Ganze klebe ich dann so weitestgehend da an. Aber so, dass man eigentlich da noch mal was runterschieben könnte, wie das bei dem anderen auch gemacht habe. Wa? Heißt also, bis irgendwie hier klemmen wir das fest.
So. Jo, ruhig darum. Gerade? Na, hoffentlich. So, dann haben wir da so ein Stück Papier noch hingeklebt. Das schief war. Oder? Na klar. Gut, okay. So, ja, ich würde sagen, dann ist das eigentlich so weit, dass ich das ja, mir dann nochmal Gedanken machen kann über das Thema von eigenen Signaturen. Wo ich ja gesagt habe, ich habe eigentlich schon so ein Stück Stoff. Das hier. Jetzt ist das natürlich weiß, war oder hell. Ha. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen irritiert, weil wenn ich jetzt den Stoff darin mache, dann habe ich ein helles Stück Stoff. Aber kann man ja machen, oder? Selbst wenn ich hier ein dunkles Papier raufklebe, wer sagt, dass das nicht geht? Alles, was man macht, entscheidet man selber. Gut, heißt also, ich guck mal. Ja, mit dem Signatur, nee, das mache ich bestimmt wieder alleine. Also das finde ich mit Kamera dermaßen kompliziert. Und da habe ich auch immer ein bisschen Angst, dass ich hier oben auch noch gegenstoße. Gut, und dann muss ich mir hier nochmal Papier suchen für links und rechts. So, kleben wir das jetzt hier schon auf. Ne, das mache ich auch später. Ja, dann bin ich jetzt für heute erstmal soweit wieder fertig mit einem kleinen Filmchen. Ich hoffe, das ist nicht zu lange. Muss ich erstmal sehen, wenn ich das alle zusammenfüge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.